Boomender Büchermarkt. Immer mehr junge Menschen greifen wieder zum Buch. Wir freuen uns sehr, dass die Altersgruppe bis 19 einen sehr starken Zuwachs hat. Vor allem die Social-Media-Plattform TikTok hat mit ihrer BookTok-Community daran großen Anteil. Spürt man schon, dass da, wenn dann bestimmte Titel viral gehen und Trends setzen, dass dann auch gezielt nach diesen Titeln gefragt wird. Und doch sinkt seit Jahren die Zahl der Leserinnen und Leser in Deutschland. Deshalb setzen Verlage und Buchhandlungen verstärkt auf die jungen Leser. Max will wissen, wie geht es der Buchbranche? Max in Subs Buchhandlung in der Bad Homburger Innenstadt. Geschäftsführerin Martina Bollinger und ihr Team erleben gerade, wie sich die Buchbranche verändert. Ja, es hat sich geändert, aber in die Richtung, dass es mehr New Adult und Young Adult Bücher gibt. Also es gibt natürlich die üblichen Verdächtigen wie die Lux Verlage oder auch Kiss, deren Schwerpunkt das schon immer war. Griff und uns war eigentlich von Hause aus ein klassischer Sachbuch- und Ratgeberverlag. Ist jetzt auch auf diese Schiene mit eingestiegen und hat auch eine Reihe entwickelt, New Adult, mit dezidierten Bezug zu Self-Care. Denn gerade die Genres, die sich an Jugendliche und junge Erwachsene richten, erleben einen Boom. Auf TikTok nutzen Influencerinnen den Hashtag BookTok für die Videos, in denen sie Bücher vorstellen. Im Gegensatz zur klassischen Rezension geht es dabei vor allem um Gefühle und Emotionen. Buch Nummer 1, Verity von Colleen Hoover. Glaub mir, wenn ich dir sage, du wirst es nicht mehr aus der Hand legen können. Ja. Erstens, zwischen der engagierten Frau und dem Mann entsteht eine Spannung. Und zweitens findet sie ein Manuskript von der Frau im Koma. Und Schatzi, sowas hast du noch nicht gelesen. Am Ende sitzt man einfach nur noch mit offenem Mund da. Absolute 10 von 10. Buch Nummer 2. Die Bücher sind Publikumslieblinge. Viele der Romane dienen als Vorlage für Verfilmungen. Wovon auch der Buchmarkt profitiert. Denn die Verfilmungen und BookTok-Empfehlungen beflügeln die Verkaufszahlen. Man hat jetzt viel mehr Jugendliche, die kommen und sich das anschauen, die auch ganz gezielt fragen nach einem Buch, die nicht einfach nur so kommen und gucken, was gibt es, sondern die dann ganz bestimmte Autorinnen suchen. Für die Branche sind junge Leser wichtig. In den vergangenen 5 Jahren sind die Ausgaben für Bücher in der Altersgruppe 13 bis 15 um 32% gestiegen. Bei den 16- bis 19-Jährigen gab es sogar einen Zuwachs von 77%. Auch sonst geht es der Buchbranche vergleichsweise gut, erklärt uns Peter Kraus vom Kleff, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Trotz wirtschaftlich schwieriger Rahmenbedingungen ist das Buch weiter relevant. Wir haben also einen Umsatzplus gemacht, was bestimmt nicht jede Wirtschaftsbranche sagen kann. Der Umsatz mit Büchern ist seit Jahren weitestgehend konstant, 2023 sogar gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden 9,7 Milliarden Euro Umsatz mit Büchern erzielt. Das lag zuletzt aber vor allem an gestiegenen Buchpreisen. Denn Bücher sind besonders seit der Pandemie teurer geworden. Die Folgen spüren auch Buchhändler wie Martina Bollinger. Wir spüren das einmal, dass natürlich weniger Käufer in unsere Buchhandlung kommen, dass die Käufer oder die Kunden mehr fragen, gibt es dieses Buch schon als Taschenbuch? Und wenn es das noch nicht als Taschenbuch gibt, dann warten wir. Dass Bücher zuletzt deutschlandweit teurer wurden und Käufer auch nicht mit Rabatten in Buchhandlungen gelockt werden, liegt an der Buchpreisbindung. Die regelt, dass ein Buch überall gleich viel kostet. Festgelegt werden diese Preise von Verlegern wie Lothar Wekel. Er leitet das Verlagshaus Römerweg. Ihn beschäftigt die Frage, wie man Bücher gewinnbringend verkauft. Das ist die sogenannte Titelkalkulation, in der die ganzen Positionen, Autor, Honorar, Lektorat, Buchsatz, Grafik, Lizenz etc. einfließen. Und dann versucht man natürlich anhand von Paralleltiteln Absatzgrößen zu greifen. Sagt, von diesem Titel haben wir einen ähnlichen schon mal verkauft, so und so viel, also versuchen wir so und so viel und dann fragen wir die Produkte in den Druckereien an und legen dann die Auflage fest. Gleichzeitig muss er darauf achten, dass er Käufer nicht mit zu hohen Buchpreisen abschreckt. Auch Leute, die sich Dinge leisten können, haben schon registriert, hoppla, ist aber teuer geworden. Und das führt genau wieder dazu, dass man zusätzlich reduziert und sich sagt, ach, das brauche ich nicht unbedingt. Oder ich habe ja noch im Schrank ein Buch, was lesen muss. Tatsächlich geht die Zahl der Buchkäufer in Deutschland insgesamt seit Jahren zurück. Kauften 2018 noch 29,9 Millionen Menschen Bücher, waren es im vergangenen Jahr nur noch 25 Millionen.
An Verlegern wie Lothar Wegel geht diese Entwicklung nicht spurlos vorüber. Es ist in vielen unabhängigen Verlagen, die eben nicht über eine Konzernstruktur verfügen, der Fall, dass sie reduzieren. Wir haben Mitte der 10er Jahre noch 110 Novitäten im Jahr produziert. Wir liegen jetzt bei 40. Dass Sie die Anzahl Ihrer Neuerscheinungen zurückgefahren haben, das ist einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Denn unsere Branche ist im Gegensatz zu anderen Kulturbranchen eine nicht subventionierte Branche, also Unternehmertum. Noch ist Deutschland der größte Buchmarkt der Welt, was das Verhältnis von Neuerscheinungen und Bevölkerung angeht. Und die Young- und New-Adult-Titel führen eine ganze Generation ans Lesen. Sie auch für andere Bücher zu begeistern, ist die Aufgabe von Verlagen und Buchhandlungen. Denn sie sind die Zukunft der Branche.